ganz besonders gerne kuschelig mit meinem Baby. Ja. Ja. Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute ein Video drehen, was ich total passend zu der Jahreszeit jetzt finde, denn draußen fängt es jetzt an, so früher dunkel zu werden, ein bisschen schmuddelig zu sein. Wir haben natürlich auch noch die schönen sonnigen Tage, so wie heute. Es war echt ein tolles Wetter, aber jetzt ist für mich so die Zeit, wo ich anfange, Serien zu gucken, Filme zu gucken. Ich dachte mir so, ich zeige euch 5 meiner liebsten Filme, beziehungsweise erzähle ich über die, wie ich sie so finde. Und einige davon sind wahrscheinlich Klassiker, die kennt ihr schon. Aber ich möchte euch das einfach jetzt mal vorstellen, vielleicht kennt ihr auch irgendwas noch nicht. Und da würde ich sagen, beginnen wir jetzt einfach mal, bevor ich lange drum herum rede. Fangen wir an mit meinen 5 liebsten Filmen. König der Löwen. Ich glaube, das ist mein All-Time-Favorite-Film überhaupt. Das erinnert mich total an meine Kindheit. Ich liebe diesen Film einfach unheimlich. Es ist so, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr jetzt Disney-Filme oder Kinderfilme anguckt, dass ihr das mit einem ganz anderen Auge seht als damals, als ich kleiner war? Da haben sich viele Dinge gar nicht so wahrgenommen. Die Grundgeschichte dahinter, was man daraus lernen soll, vielleicht gar nicht so wirklich bemerkt. Genauso finde ich, das ist es auch bei König der Löwen oder allgemein bei Disney-Filmen. Wenn man jetzt älter ist und die anguckt, dann erkennt man ganz viele Geschichten, die einem das Leben so schon so vorzeigen. Und gerade bei König der Löwen ist es ja so, dass Simba seinen Vater verliert und ja, so irgendwie nicht mehr glücklich ist und wegrennt und dann aber seine Freunde fürs Leben findet und dann doch irgendwie wieder zurückgeht und ein kleines Happy End. Und ich finde, das ist so super, super schön gemacht und so kindlich wie möglich gezeigt und trotzdem weist es einen richtigen Weg. Ich finde, es ist einfach so ein schöner, schöner Film und ich freue mich jetzt auch schon. Ich habe von meinem Freund erfahren, dass es ein Remake geben wird, so ähnlich wie das Dschungelbuch. Bin ich natürlich super gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob ich als eingefleischter König der Löwen-Fan das dann noch genauso betrachten kann wie in dem Disney-Film, weil man ist ja dann so voreingenommen von solchen Dingen. Ähnlich wie wenn man ein Buch gelesen hat und dann erst den Film dazu sieht, dann ist man ja auch so, hä? So steht es doch gar nicht im Buch und hä, so war das doch gar nicht. Und davor habe ich so ein bisschen Angst und das könnte natürlich passieren, aber ich wollte euch sagen, guckt euch unbedingt diesen Film an mit euren Kindern. Viele von euch haben ja auch schon Kinder, das weiß ich. Ich habe zu Weihnachten letztes Jahr, glaube ich, sogar die König der Löwen Box bekommen. Die ist so schön, die ist aus Holz und wahnsinnig, wahnsinnig schön eingebrannt, der Name König der Löwen und der Löwe drauf. Wunder, wunderschöner Film und ich kann einfach nur sagen, die Disney-Klassiker gehen sowieso immer. Dann kommen wir zu einer anderen kleinen lustigen Geschichte, weil wir gerade meinten, Bücher und Verfilmung und so. Und zwar die Twilight-Saga. Ich nehme das jetzt mal mit rein unter normale Filme, auch wenn es eine Saga ist. Ich finde die Filme genial. Und es war eigentlich so, dass ich mich total geweigert habe, diese Filme zu schauen. Ich wollte sie nicht gucken, weil es ein Hype war und jeder gesagt hat, Mensch, das musst du sehen und das ist so toll. Und so war das damals übrigens auch bei Harry Potter. Und so war es diesmal auch. Ich wollte diesen Film absolut nicht schauen. Und dann hatte ich aber einen Krankenhausaufenthalt und wie man es so kennt, ist es super langweilig im Krankenhaus. Man muss ja gucken, wie bespaßt man sich. Und ich habe eine etwas jüngere Dame, Mädchen, neben mir liegen im Zimmer und die war absoluter Twilight-Fan. Irgendwie kam es dann doch, halt doch dazu, sie hat ihren Laptop ausgepackt und man guckt dann halt doch mal so rüber, Mensch, was guckt denn der andere da gerade? Und so war es bei mir auch. Ich habe dann einfach mal so zugeguckt, was das, also sie hat den ersten Teil geguckt. Ich persönlich finde, dass der erste Teil auch nicht unbedingt der beste Teil ist. Aber es war dann halt doch so, weil ich extremer Fantasy-Fan bin, fand ich das dann doch wieder so, okay, jetzt hast du den ersten Teil so halbwegs mitgeguckt und sie hat mir dann auch nochmal den ganzen Film gezeigt abends. Man verbringt ja sehr viele Stunden dann in diesem Bett und dann guckt man sich halt doch mal was an, was man eigentlich sonst nicht geguckt hätte. Und verrückterweise, wenn ich magenkrank bin, gucke ich mir gerne Kochsendungen an, so als Beispiel. Und genauso war das halt bei Twilight auch. Ich habe mir das dann angeguckt, weil sie ein großer Fan war, sie darüber ganz viel geredet hat und ja, dann habe ich es mir angeguckt. Und dann beim zweiten Teil, dann hat es mich gekriegt. Ich habe dann wirklich angefangen so, wow, diese nervige Bella ist ja gar nicht so nervig. Und irgendwie hat sich das alles so entwickelt mit der Action. Und das war einfach, es hat mich dann gecatcht, weil du wolltest dann wissen, wie geht's weiter. Und ich hatte Glück, ich habe so lange gewartet mit dem Film, bis fast der vorletzte, glaube ich, also jetzt der letzte ist ja in 2 Teile geteilt, bis der letzte gekommen ist, so lange habe ich ausgehalten, es nicht zu gucken. Ich habe also, wie gesagt, den ersten und den zweiten Teil im Krankenhaus geguckt. Und die anderen Teile dann zu Hause im Bett. Weil ich dann so gefesselt war, dass ich meinen Freund geschnallt habe und gesagt habe, komm, du musst das jetzt mit mir gucken. Er wollte natürlich auch nicht. Aber er selbst sagt sogar, dass der letzte Teil der allerbeste ist. Dass die so viel... Ich habe das Gefühl, die haben halt gemerkt, okay,
Die Kritik geht in die Richtung, Mensch, es ist ja schnulzig, so wie im ersten Teil, weil da war es wirklich sehr schnulzig und nervig und Bella ging mir wirklich ganz gewaltig auf den Nerv. Aber trotzdem war es ja Fantasy und trotzdem fand ich es dann halt gut und bin dran geblieben. Und dann fing es echt an, so von Teil zu Teil immer spannender zu werden. Der zweite Teil war einfach auch schon nicht mehr so nervig, weil es der war, wo Edward dann weg war. Also das ist halt einfach so eine Vampir-Werwolf-Geschichte, die für Fantasy-Fans, glaube ich, total cool ist. Und ich hatte auch tatsächlich dann angefangen, als dann der letzte Teil, also der vorletzte Teil, wenn wir die zwei Teile zusammen mal nehmen, die letzten, rauskam, habe ich angefangen, die Bücher zu lesen. Und ich habe das wirklich geschafft, bis zum letzten Teil alle Bücher zu verschlingen und fand es so geil. Muss aber allerdings sagen, dass Bella in den Büchern meiner Meinung nach nicht so nervig ist wie im Film. Und deswegen, kleine Empfehlung für euch, an solchen Tagen, wo ihr wie jetzt ein verlängertes Wochenende habt, setzt euch doch hin, nehmt euch eine Tasse Tee, so wie ich hier jetzt gerade, und schaut euch die Filme an. Ich finde das mega entspannt und man muss nicht nachdenken, weil es gar nicht real ist. Ich liebe das einfach an Fantasy-Filmen. Nun kommen wir zu meinem allerliebsten Film von damals noch sogar. Ich glaube, das ist einer der ersten Filme, die ich mir sogar tatsächlich auf DVD gekauft habe. Und zwar ist der Film Nur mit dir. Und bei Nur mit dir geht es um eine krebskranke Patientin, Mädchen, Highschool-Schülerin. Und die hat, also sie ist sehr, sehr klug und hat sich aber von der ganzen Menschheit so ein bisschen abgewandt, weil sie hat es keinem gesagt, dass sie krank ist. Sie ist schon jahrelang krank und hat sich einfach so Stück für Stück aus der Menschheit rausgenommen und wollte, war dann halt so wie so ein Außenseiter. Dann ist es allerdings so gekommen, dass, wie das so ist, es ist halt so eine Liebesgeschichte. Ich meine, und es ist ein wunderschöner Film und eine kleine Liebesgeschichte und es ist schon ein bisschen schnulzig, aber es zeigt so den Weg, wie sie mit diesem Bad Boy sozusagen den Weg gemeinsam geht und ihn total verändert und sich selbst auch wieder dadurch verändert, weil sie so gegensätzlich sind, dass sie sich doch wieder so ein bisschen aufheben. Und er ist auch einer der wenigen Leute, der sie begleitet in den Tod. Und es ist ein super trauriger Film, aber auch super schön zusammengestellt. Also das ist ein, ich werde euch unten natürlich die ganzen Beschreibungen von Wikipedia und Amazon und so reinlegen, dass ihr euch das selber nochmal durchlesen könnt, ob es ein Film für euch wäre oder nicht. Aber ich packe euch natürlich auch die Trailer unten rein, damit ihr einfach mal durchgucken könnt, ist es was für mich oder nicht. Aber es ist ein sehr, sehr trauriger Film, was übrigens die nächsten zwei auch sind. Und dann kommen wir jetzt zu Hachiko und das ist ein Shiba Inu, das ist ein Hund und das war ein Film, den habe ich alleine zu Hause geguckt, weil mein Freund sich am Anfang geweigert hat, den zu schauen, weil das so ein typischer Tierfilm war und ich bin ja auch so Beethoven-Fan, also der Film Beethoven. Ich mag das total gerne, aber er eigentlich nicht so sehr und diesen Film habe ich zu Hause allein geguckt und ich bin eigentlich keine nah am Wasser gebaute Person, wirklich nicht. Filme, aber dieser Film ist so traurig gewesen, dass ich geweint habe. Also es geht darum einfach, wie eine Mentalität von diesem Hund und dem Besitzer, wie dieser eine Hund immer wieder auf den Besitzer wartet. Also sprich, der Mann hat in einer kleinen Stadt gewohnt, ist mit dem Zug zur Arbeit gefahren in die nächstgrößere Stadt und der Hund hat immer am Bahnhof auf den Besitzer gewartet. Und irgendwann kam dieser Besitzer nicht zurück. Also wartete der Hund die ganze Zeit. Es gibt natürlich auch eine Familie, die den Hund dann immer wieder zurückholt, aber der Hund haut immer wieder zur selben Uhrzeit ab, zu dieser Uhrzeit, wo der Mann eigentlich zurückgekommen wäre. Und der kam natürlich irgendwann nicht mehr zurück, er ist leider verstorben und sind schon wieder beim Sterben, aber es ist so ein unglaublich schöner, emotionaler Film und es ist eigentlich eine Geschichte, wie dieser Hund das Ganze verarbeitet und trotzdem immer wieder zurückkommt und die Stadt für diesen Hund immer da ist. Also sprich, irgendwann will dieser Hund auch nicht mehr zurück zu dieser Familie, weil ein Shiba Inu, wie vielleicht ein paar von euch wissen, prägt sich auf einen Besitzer und auch nur auf diesen Besitzer. Und das ist eine sehr, sehr schöne Eigenschaft dieser Hunde. Also für diesen Besitzer würde dieser Hund einfach alles tun. Und das, genau das wird in diesem Film gezeigt und es ist wirklich unglaublich, unglaublich traurig zu sehen, dass dieser Hund darunter so leidet und auch gar niemand anderen mehr so wirklich an sich ranlässt. Also klar, die Stadt füttert ihn, er sitzt immer an diesem Platz und übrigens ist das ein Film einer wahren Begebenheit. Also es gibt dort tatsächlich jetzt eine Statue von Hachiko, von dem Hund. Und ganz viele Leute gehen dorthin und legen da immer noch Futter und so hin als Geschichte für diesen Hund, weil das eine sehr, sehr berührende Geschichte war. Und auch diesen Film müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Gerade ich finde so zu dieser Jahreszeit passt das einfach super, solche Filme zu schauen. Und ich kann euch diesen Film auch nur wärmstens empfehlen. Dann vielleicht mal jetzt ein Film, der noch relativ aktuell ist, und zwar Honig im Kopf. Und es ist ja von einem deutschen Produzenten sozusagen, also ein deutscher Film. Und
Da geht es darum, dass ein Opa demenzkrank ist und die Enkelin sich sozusagen auf ihn wirft, weil er kommt dann halt in die Familie, er wird da aufgenommen. Die Frau ist natürlich nicht so begeistert, der Sohn von dem Opa ist schwer arbeiten, also ist immer irgendwie weg und hat aber nur so ein bisschen Zeit und will aber seinen Vater nicht weggeben und die Frau aber auch nicht sauer machen und dann kümmert sich mehr oder weniger seine Enkelin die ganze Zeit um ihn und die liebt ihn abgöttisch. Sie stöbern dann in alten Alben und Geschichten von ihm und seiner Frau damals und das ist das Einzige, woran er sich immer und immer wieder erinnert und es wird aber von Mal zu Mal schlimmer. Also er hat wirklich Alzheimer und das wird so, so schlimm, dass sie irgendwann, weil die Mutter ja ihn loswerden möchte, mit dem Opa abhaut. Also sprich, der Opa versteht ja nicht, was da jetzt passiert. Also der vergisst das immer wieder, dass er eigentlich mit diesem kleinen Kind nicht weggehen darf. Und dann gehen sie zu diesem Urlaubsort, wo er mit seiner Frau früher immer war. Und ich will halt auch nicht zu viel verraten. Und verbringt dort Urlaub mit ihr. In demselben Hotel wie damals mit seiner Frau. Und ich finde das eine so rührende Geschichte. Die Eltern sind natürlich beängstigt und haben Angst und drehen schon was durch. Und kriegen aber von denen dann halt eine Nachricht, dass sie jetzt in diesen Urlaub gefahren sind. Und die Kleine meistert alles super mit ihrem Opa und es ist so schön und herzzerreißend. Auch hier habe ich echt die ein oder andere Träne verdrückt innerlich. War wirklich sehr, sehr traurig. Aber ich finde das eine so, so schöne, herzliche Familiengeschichte einfach, wo sich einige Leute was abschneiden von könnten, weil viele es nicht verstehen, wenn jemand demenzkrank wird. Und es wird da super schön erklärt. Es sind super schöne Tipps dabei, wie man, weil der geht ja auch zum Arzt, der Vater, und versucht sich Tipps zu holen mit dem Opa. Und das ist so schön gemacht und auch hier werde ich euch natürlich unten den Link wieder reinpacken für den Trailer, weil es ist so, ich möchte euch jetzt nicht was vorlesen, was da jetzt vorgeschrieben ist, sondern ich möchte euch einfach sagen, wie ich es empfunden habe, woran ich mich wahnsinnig noch erinnere. Und das war ein Film, ich habe ihn ausgemacht und ich dachte mir so, wow, wow, ich möchte später auch so reif sein und so weit sein wie dieses kleine Mädchen, dass ich das alles handeln kann, wenn es meiner Mutter zum Beispiel passieren würde oder der Mutter von meinem Freund. Dass man eben doch sagt, okay, Familienhalt ist so stark, weil diese Person kann ja gar nichts dafür. Es ist vielleicht auch anstrengend, aber es ist so wirklich super schön erklärt in diesem Film und schaut euch den unbedingt mal an. Also das sind so meine Filme, die ich wahnsinnig gerne gucke, die, wo ich immer wieder mich dran erinnere und wenn mich jemand fragt, welchen Film kannst du empfehlen und ich bin weiß Gott nicht der beste Filmkritiker. Aber das sind so Filme, die kommen mir immer wieder in den Kopf, wo ich immer sage, ja, das musst du gesehen haben. Meiner Meinung nach. Andere Leute würden jetzt sagen, du musst Star Wars gesehen haben. Das habe ich noch nicht gesehen. Schande über mein Haupt. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und was ich mit dieser Reihe bewirken möchte. Ich möchte euch sagen, was ich gerne gucke. Vielleicht den einen oder anderen Tipp an euch geben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr eure Lieblingsfilme auch mal unten in die Kommentare schreiben würdet, dass ich ein paar neue Sachen wieder entdecken kann, die dann wieder auswerten kann, gucken kann, finde ich die gut oder finde ich die nicht gut. Und dann würde ich sie euch gerne auch vielleicht sogar im nächsten Video mal vorstellen. Also, wenn euch diese Reihe gefällt und ihr vielleicht noch mehr Tipps für mich auch habt, was ich unbedingt gucken muss, die so in diese Reihe geht, vielleicht Fantasy, vielleicht auch traurige Filme oder Comedy, das gucke ich auch total gerne, dann bitte ab damit in die Kommentare, dann kann ich mir jetzt in der Herbstzeit noch ein paar neue Sachen anschauen und nicht immer nur dieselben Sachen, weil man ist ja so der Klassiker, man guckt die Sachen, die man gerne mag. Deshalb freue ich mich über eure Kommentare, bitte, bitte gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Letzten Montag kam leider kein Video. Ich lag mit einer Kehlkopfentzündung flach und da war einfach Reden überhaupt nicht möglich. Deshalb verzeiht mir, dass das Video ausgeblieben ist. Aber jetzt geht es wieder weiter und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.